Hallo liebe 3D-Druck-Freunde, herzlich willkommen bei Willis 3D-Druck-Kanal. Mein Name ist Willi und heute in diesem Video geht es hier der K1C und da freue ich mich wirklich schon drauf, denn dann kann ich auch mal vergleichen mit dem K1. Ja? Und ja, reden wir gar nicht lange, lasst uns den auspacken. Hallo liebe 3D-Druck-Freunde, heute mal was ganz anderes. Ich möchte euch hier in diesem Video den Creality K1C vorstellen. Aber diesmal werde ich das Fazit vorziehen, denn es gibt schon so viele Videos. Ich glaube, die einen oder anderen wissen schon, was er kann, wenn man auspackt. Trotzdem habe ich alles mal so aufgenommen, habe das unten in die Beschreibung reingetan. Ihr könnt praktisch steppen. Und wenn euch etwas nicht interessiert, dann steppt einfach weiter. Ja, ich möchte aber trotzdem hier nochmal darauf hinweisen. Natürlich habe ich den Creality K1C kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen von Creality, aber das sollte meine Meinung und Ehrlichkeit nicht beeinflussen. Ja, und das werdet ihr auch gleich sehen. Gut, dann machen wir auch schon weiter. Die großen Änderungen vom K1C, also die Upgrades, die kommen von der Community und hier fangen wir auch schon mal an mit der Kamera. Und zwar habe ich die ja beim K1 damals extra bekommen und hier im K1C ist sie schon mit dabei. Hier sehen wir die Kamera, die ist rechts oben und was sie so kann, zeige ich euch später. Die AI-Kamera kann natürlich nicht nur Timelapse-Video machen, sondern ganz klar, sie hat eine Erkennung drin. Ja, ich sage jetzt mal, wie so eine Gesichtserkennung. Das heißt, wenn jetzt hier irgendwie ein Werkzeug auf der Druckplatte liegt, weil man es vergessen hat, oder ist mir auch schon vorgekommen, vor lauter will ich wieder drucken, habe aber vergessen, das vorige gar nicht runter vom Druckbett zu nehmen. Ja? Und ganz ehrlich, schreibt mir das mal unten in die Kommentare, ist das euch auch schon mal passiert oder bin ich da der Einzigste? Und die erkennt sowas, auch wenn Spaghettis kommen, ja, auch dieses wird erkannt und der Drucker wird dann angehalten, somit, dass es nicht zu Kollision kommt. Also hier finde ich das schon mal eine tolle Sache. Ja, und als nächstes gibt es auch eine Veränderung an der Tür. Hier ist eine Folie dazwischen, damit der Zug oder kein Zug reinkommt oder rauskommt. Das ist mir noch nicht so klar geworden, denn es ist ja schön, wenn man das dicht macht, aber wenn man den Bau von der Tür sieht, ja, kommt da ja trotzdem Luft rein und je nachdem, wie der Drucker stehen würde, könnte da auch Zugluft reinkommen. Also der Sinn, ich nehme mal von der Raumluft, die wird umgewandelt praktisch und hinten raus durch den Lüfter gezogen. Also vielleicht wisst ihr es, belehrt mich eines Besseren und schreibt mir das kräftig in die Kommentare. Hier zeige ich euch das mal. Hier sehen wir das schön an der Seite, die Silikonleiste, die hier eingebracht worden ist. Die Scheibe wurde mit einer Anti-Splitterfolie überzogen und der Tür wurde zuverlässige Dämpferscharniere gegeben, damit kein Türknallen mehr entsteht. Dann hat er einen Aktivkohlefilter bekommen. Das zeige ich euch aber jetzt noch mal näher. Ich habe euch das mal unter Licht gehalten. Ja, da seht ihr hier die kleinen, ja, denke ich mal, Kohlefilter. Ja, ziemlich wenig und dürftig. Ich denke mir mal, durch die Verwirbelung wird es dann geschleudert und soll einige Partikel abfangen und Gerüche. Aber das, ja, ob das dann so wirklich wirkt, mag ich mal bezweifeln. Das ist ja gut gemeint, ja, mit den Kohlefilter, aber man kann auch praktisch auf der Datei, auf dem Rechner ist ja auch schon hier eine Datei drauf, wo man sich das auch ausdrucken kann und
wo habe ich es jetzt? Natürlich hier. Ja, kann man sich das ausschneiden und hier, das kann man überall besorgen, kann man sich solche Kohlefilter auch kaufen und noch nachträglich einsetzen. Jetzt gehen wir nochmal durch den Bauraum, Innenraum. Da hat sich auch noch einiges geändert und das schauen wir uns jetzt hier an. Ja, an der Bildblättplatte hat sich nichts groß geändert, 220x220x250. Aber hier haben sie neue Stepmotoren eingebaut, besser gesagt optimiert. Und auch hier oben die Räder, die Führung, da haben sie die Zahnräder kleiner gemacht. Somit hat man hier das wirklich gut optimiert, auch von der Community angesprochen. Hier haben wir noch den Bauraumlüfter, der an der Seite ist. Hier sehen wir uns das nochmal genauer an. Und ja, auch die Nozzle ist optimiert und zwar wirklich für Carbon mit einer schönen Stahlspitze, ja, also Kupfer normal und dann eine Stahlspitze drauf. Somit hält das die Temperaturen aus. Und dann wäre natürlich noch zu erwähnen die verstärkte Kabelkette. Weniger Wahrscheinlichkeit, dass die irgendwo bricht. Ja, liebe 3D-Druckfreunde, das waren so mal die nennenswerten und optisch sehbaren Upgrades, die man beim K1C sieht und auch spürt. Ja. Und jetzt kommen wir mal zu den schönen Sachen, zu den Druckergebnissen. Und zwar hier habe ich mir ja, so eine Zündkerze in Beleuchtung gedruckt. Ja. Und das ist ein wirklich schönes Projekt. Schaut mal. Also muss ich wirklich sagen, mega cool geworden. Was ihr hier seht, ja, ist PETG Carbon von Nobofil und auch hier wunderschön alles gedruckt und sauber. Hier Silk, die Plattform und dieses Projekt habe ich euch hinten nochmal dran gehängt. Ja, also ist ja auch nichts Großartiges dabei, aber hier sieht man, dass der Creality K1C und das C steht dann wirklich auch für Carbon, ja, und Fasern, ob PLA oder was es sonst noch gibt, Nylon. Also auch hier die technischen Materialien druckt er echt gut und da war ich zufrieden. PLA braucht man gar nicht reden. Also wenn das ein 3D-Drucker nicht kann, ja, dann soll er es lassen und sich nicht 3D-Drucker nennen. Darauf gehe ich gar nicht genauer ein. Aber natürlich Silk ist auch wieder so eine andere Sache. Und hier seht man, also auch das hat er wunderbar schön gedruckt. Ja, also auch hier, das ist ein wunderbares Filament von G-Tech. Ja, hier mit einem Drachen drinne. Und weil mir das so gut gefallen hat, habe ich das natürlich hier auch noch ausgedruckt. Mal alle Farben von denen. Und ihr seht, das sieht doch schick aus und da kann man nicht meckern, ja. Und alle Teile kann man hier abdrehen, ja, also wunderschön gemacht. Auch das kann er, wo ich noch ein bisschen so Probleme hatte, war immer mit PETG, also normalen PETG. Das sieht man hier schön bei dem Logo von Creality. Da habe ich immer ein bisschen so Probleme noch, aber das sind einfach Einstellungssachen, die man da machen kann oder muss. Ja, aber wir müssen ja hier immer eine gewisse Zeit fertig werden. Ansonsten muss ich sagen, hat er das auch gut gedruckt, aber mit, ja, da muss ich ein bisschen was einstellen. Gut, und was mich eigentlich so verwundert, ja, weil alles andere, oder es liegt halt wirklich dann am Filament. Was halt auch neu ist, ist natürlich, wie immer, hat man den Filamenthalter hinten angebracht, aber sie haben jetzt hier die Möglichkeit gegeben und die Dateien sind alle auf dem USB-Stick. Ja, an der Seite, das macht man hier so fest und dann habe ich auch noch das andere Teil und kann dann an der Seite hier den Spulenhalter dran machen. Auch eine schöne Lösung. Hätte ich mir vielleicht gewünscht, dass es mit dabei ist, dass man nicht hier Filament verballern muss, aber so hat man wenigstens trotzdem eine Alternative. Dann hier Asa, ja, schaut euch das mal an. Das hat er auch wunderbar gedruckt und da sieht man halt wieder Bauraum, ja, also da kann man jetzt nicht meckern. Das war von Material for Print, das Filament ASA, schwarz, auch hier muss ich sagen, wunderschön,
geworden. Ja. Dann kommen wir zu TBU. Auch TBU ist eine ganz einfache Geschichte gewesen. Ich habe hier, das seht ihr dann später noch, wenn ihr euch die Druckdatei das noch anguckt, hier habe ich mal so einen Ball ausdrucken wollen, ja, wo sie jetzt aktuell ist, ja. Ja, schön ist anders, aber funktionell und es hat funktioniert. Und der hat nur an so einen, ja, ganz kleinen Punkt gehängt und da ist das immer so hin und her gewackelt und trotzdem hat er das gedruckt. Also muss ich ehrlich sagen, sehr schön. Ja. Hier sieht man natürlich nochmal TBU, wenn man glatte Flächen hat und sauber, hat er auch wirklich schön gemacht. Ja. Hier habe ich ein bisschen fester gemacht, aber ihr seht, dass das TBU ist. Aber das seht ihr auch dann. Ja, da habe ich gute Füllung genommen. Ja. Aber vielleicht machen wir mal so einen Test. Ja, also ihr hört, das ist TBU. Auch hier wieder, das Filament hat mir so gut gefallen und das ist ja auch immer so ein Test. Ja, hier mit den Gelenken, ob das alles so im ersten Layer so klappt. Auch der ist wunderschön geworden. Ja, und hier die Farben sind einfach mega. Ja, hier sehen wir mal, ja, da kann man nicht meckern. Der druckt und auch ziemlich schnell. Auch hier nochmal, weil man ja immer sagt, so ABS, ja, von Nobufil habe ich das hergenommen, auch mal eine Figur gedruckt, ja, so eine Yoga-Figur ist ja jetzt total modern. Das ist halt immer, bis ich das hier scharf kriege, seht ihr diese Strukturen sogar, also wunderschön geworden und ich finde, das ist ein mega cooles Filament, ja, also auch hier ganz tolle Sache. Hat er wirklich schön gemacht. Das ist übrigens, wie gesagt, das PETG CF von Nobufil. Auch hier könnt ihr mal unten in die Beschreibung reinschauen. Da gibt es auch einen Rabattcode. So, dann habe ich mir, das seht ihr vielleicht hinten, und habe ich euch auch ein Video gezeigt, später, wenn ihr euch das anschaut, habe ich solche für den Deckel Abstandhalter gedruckt, auch mit den Carbon. Wunderschön, damit das höher kommt und man nicht immer so kippen muss. Wenn natürlich man PLA druckt, ja, sollte man die Türen offen lassen, sonst wird es zu warm im Baumhaus und das PLA wird zu weich, ja, und das wird dann nichts. Ja, hier kann ich wirklich sagen, mit den Druckergebnissen bin ich zufrieden. Man muss natürlich auch immer schauen mit den Einstellungen, aber bis auf PETG, das normale, aber hat es eigentlich so mit den Standardangaben von den Händlern, von den Filamenthändlern, alles so weit funktioniert und er ist halt wirklich für diese technischen Sachen absolut super. Ja, dann habe ich aber trotzdem auch noch einen Kritikpunkt, nicht größer, und zwar mit den Slicern. Ihr habt ja gesehen, es gab so ein Update auch für die Slicer, wahrscheinlich, dass man das auch jetzt besser in den Bruser Slicer oder Orca Slicer mit einbinden kann. Ich habe hier alles gedruckt mit den Creality Print. Ja. Und ich habe aber gerade jetzt ein Problem, ist mir jetzt sehr oft aufgefallen mit einem Mac. Ich verwende ja einen Mac. Und das möchte ich euch mal hier zeigen. Möchte ich euch das mal zeigen mit dem Slicer, also für alle Mac-User. Ich weiß nicht, wie es bei Windows aussieht. Schreibt mir das doch bitte mal in die Kommentare, ob ihr auch da so Probleme habt. Also ich zeige es euch mal hier, ihr habt es jetzt schon gesehen, genau, diese Blitzer, ja, die nerven mit der Zeit, wenn man dann irgendwas macht, hier habt ihr es wieder gesehen. Und ich muss auch sagen, er ist ziemlich oft abgestürzt, ja. Das ist so, wo ich jetzt mal sage, so ein kleiner Mängel, wenn wir hier mal auf Device gehen, ja, da sieht man hier schon mal die andere Oberfläche, wir sehen hier schön die Kamera, das ist alles soweit super. Aber was mich halt auch ein bisschen genervt hat, ist, wenn man jetzt mal hingeht und sagt, ich möchte ihn slicen hier. Das machen wir doch mal. Ich hoffe, er stürzt jetzt nicht ab. Denn das ist wirklich oft bei mir passiert, bei den Projekten. Aber das hat ja mit dem Drucker nichts zu tun. Aber hier sollte man vielleicht auch mal nacharbeiten, auch gerade für die Mac-User.
Ja, ihr seht es, was ich meine, brauche ich gar nicht viel zu sagen. Und wenn ihr das jetzt slicen wollt, ist auch mir noch was aufgefallen. Das sind jetzt Kleinigkeiten am Drucker, aber ihr seht hier, da ist kein Bild, ja, vom K1. Wie gesagt, das ist nichts Großes, aber sowas ist halt dumm, wenn ich jetzt mehrere Drucker habe. Aber vielleicht hat hier einer einen Tipp und kann mir sagen, was hier los ist. Gut, aber wie gesagt, da kann der Drucker ja nichts dazu. Er hat immer seinen Job gemacht. Kommen wir auch schon fast zum Fazit. Also wie gesagt, es geht natürlich weiter, wenn ihr das schauen wollt. Aber ich wollte das heute mal so machen. Ich war im Ganzen wirklich zufrieden mit dem Drucker. Die Änderungen sind spürbar zum normalen K1. Und ich denke mir mal, auch den Preisunterschied auf alle Fälle wert. Denn ich habe ja auch dann bei dem K1 die AI-Kamera extra geholt. Es ist halt immer gut, wenn man dann auch über die App oder sonstiges schauen kann, was macht der Drucker. Oder wenn er sogar solche AI-Funktionen hat, dass er das erkennt, wenn irgendwas im Drucker liegt oder Spaghetti schon produziert, dass man da einen Hinweis kriegt, finde ich eine tolle Sache. Ich würde mir halt nur auch wünschen, gerade unten beim Display gibt es ja diesen Ausschnitt von der Scheibe, den Spalt, wenn man dann schon sagt, okay, man möchte den zumachen, vielleicht, dass man sich da irgendwann mal was anderes einfallen lässt, das Display entweder nach oben bringt oder sonstiges, dass hier eine klare Zune-Scheibe ist, dass das auch abdichtet. Das wäre noch vielleicht so ein Kritikpunkt, ja, den ich da hätte. Ansonsten schauen wir uns noch mal kurz die Webseite an, was er zurzeit kostet, in dem Zeitpunkt, wo ich dieses Video aufgenommen habe. Ich würde sagen, natürlich Vergleich mit unserem Bamboo Lab oder sonstiges, würde der eine oder andere sagen, ja, dann tue ich ein bisschen mehr drauf und habe ich vielleicht noch die AMS dazu. Aber ich finde, für so einen Drucker mit geschlossenem Bauraum, der wirklich gut solche Filamente druckt wie ASA, ABS und Carbon, ja, und wo man nicht extra eine Düse braucht, auch da eine schnelle Lösung, auch die Düse kann man ziemlich schnell lösen, austauschen, finde ich eine super Sache, da haben die nachgelegt. Natürlich gibt es immer Kleinigkeiten, wo man verbessern kann. Aber schreibt mir doch mal unten in die Kommentare, wie ihr das findet. Und ich weiß, gab es jetzt einige Videos von denen und ich habe versucht, das mal hier ein bisschen anders dazu machen. Dann würde ich natürlich mich freuen, und das sage ich jetzt schon, wenn ihr natürlich für mich auch hier ein Abo dalasst, liked und aktiviert die Glocke. Somit verpasst ihr kein Video mehr von mir. Und ich würde mich freuen, wenn ihr jetzt noch weiterschaut bei dem Unboxing, wie er ankam. Natürlich habe ich dann auch noch die Montage gemacht und die Drucke euch gezeigt mit den verschiedenen Filamenten und noch zum Schluss das Projekt. Okay, aber trotzdem, ich weiß, solche Videos sind lang, manche haben nicht so viel Interesse dran, aber ich bedanke mich trotzdem schon mal für das Reinschauen. Ich bedanke mich auch nochmal bei Creality. Und ich sage es nochmal, die mir hier den kostenlos zur Verfügung gestellt haben. Aber trotzdem, ich hier immer meine ehrliche Meinung unabhängig von dem sagen werde. Ja? Ansonsten, wie gesagt, ist es ein super Drucker für einen guten Preis, den man sich gerne in seine Wohnung stellt. Okay, viel Spaß beim Unboxing. Ja. Hier sehen wir praktisch nochmal das Flaggschiff, ja, zum Zeitpunkt 599 Euro. Und da kann man jetzt nichts sagen für diesen Drucker. Klar ist das viel Geld, aber man bekommt auch viel und Qualität. Ja, dann schauen wir mal ein bisschen runter. Hier sieht man das. Könnt ihr euch das gerne nochmal anschauen. Hier nochmal die Feinheiten, die er wirklich kann. Ja, die Druckmodelle. Und hier wurde alles verbessert, optimiert, schneller Wechsel, ja, wie man hier schön sehen kann. Also hier auch schön alles dokumentiert, auch hier Hotend-Lüfter und Bauteilkühllüfter. Dann haben wir hier den Zusatzlüfter und auch hier wirklich schöne Animation.
dann habt ihr das auch gesehen. Und ich kann jetzt wirklich nur noch sagen, viel Spaß, wenn ihr das tun wollt. Hier kann ich nur noch sagen, also 3 Minuten ist eine sportliche Zeit. Ich habe aber nicht mehr gebraucht als 10 Minuten und das auch mit Filmen. Also das geht wirklich einwandfrei und die Geschwindigkeit stimmt auch. Kennt man auch schon von K1, einen stabilen Rahmen und. Aber schaut doch gerne mal genauer rein und hier findet ihr natürlich auch die technischen Angaben zu dem 3D-Drucker. Also ich bin jetzt erstmal raus und wenn ihr das Unboxing noch anschauen wollt, also da sind einige Sachen noch drin, wo ich euch zeige und natürlich auch das Projekt, schaut gerne oder steppt mal rein. Vielen Dank fürs Reinschauen. So, dann machen wir wie immer den obligatorischen Schnitt. Und dann schauen wir, was da drin ist. Wollen wir doch mal gucken. Jawohl. Wie immer gut verpackt. Unpacking Steps, ja, auf dem Karton. Mal was Neues, finde ich cool. Dann haben wir wie immer die Betriebsanleitung. Und natürlich wieder ein paar Stickers. Hier ist der Deckel drinne. Und dann kennen wir ja auch schon vom Bambulab und vom K1. Den werde ich jetzt mal so rausheben und dann sehen wir uns wieder. So, dann werden wir ihn mal hier befreien. Und hier ist wie immer das Netzkabel. Filter. Cool. Ich bin mal gespannt. Für die Glastür. Die Halterung. Ja, was mag da wohl drin sein? Das schauen wir uns genauer dann an. Dann werden wir hier die schönen Klebestreifen abmachen und hoffen, ja, diesmal geht schon mal gut ab. So, das werden wir auch noch entnehmen. Und so haben wir schon mal die ersten Schritte gemacht. Wir werden natürlich dann auch wie immer, wie wir es gewohnt sind, hier bei den gelben Pfeilen die Sicherung noch rausmachen. Ja, und dann gibt es hier auch nicht viel zu montieren. Dann dürften wir ziemlich schnell durch sein. Und dann lassen wir ihn auch schon mal was drucken. Als erstes habe ich natürlich überall mal die Schutzfolien runter gemacht. Und hier zeige ich euch nochmal, da ist diese Lippe, ja, Silikonlippe drinne. Und hier alles gut geschützt, ja, auch hier mit so Kantenschutz. Die machen wir natürlich ab. Und hier haben wir den Türgriff. Auch hier, genauso wie beim K1, wird das einfach von hinten draufgeschraubt und montiert. Dann kommen hier die Sicherheitsschrauben, die werden abgedreht und rausgemacht. Ja, nicht vergessen. So, dann wollen wir mal schauen, was hier drin ist. Hier haben wir das Display. Den Rollenhalter.
und natürlich wie immer Filament, also Highspeed-Filament von Creality. Und was hier in dieser Kiste drin ist? Jawohl, da haben wir hier wieder eine Nadel, den Klebestift, natürlich hier die Zange, Werkzeug, eine Spachtel, Schlüssel und ganz wichtig den USB-Stick. Und hier oben haben wir auch noch mal rein. Ja, da haben wir hier praktisch auch noch mal so ein Gummi zum Abdichten. Und natürlich Werkzeug. Ja. Hier ein Schlüssel für die Nozzle zum Wechseln. Und noch ein paar Schrauben. Ja, das ist hier in dieser Toolbox. Auch das ist ganz einfach. Hier das Display, ja, wird hier hinten angesteckt und hier einfach reingeklemmt. Ja, dazu gehen wir jetzt hin. So, wenn wir das sehen. Es wird jetzt hier fest reingesteckt, bis die Clips hier zugehen. Hier sehen wir auch nochmal schön den Abstreifer für die Nozzle, wobei ich das sage, auf der Platte finde ich es jetzt nicht so gut, aber gut, platzmäßig war das nicht anders da zu lösen, aber wenn man eine andere Platte drauf machen möchte, müsste man ja eigentlich auch diesen Abstreifer haben. Hier sehen wir auch nochmal die Stepper-Motoren, den Lüfter, den Bauraumlüfter, also zusätzlichen Lüfter. Und hier auch nochmal den Extruder und die Nozzle mit der Stahlspitze. Und hier die AI-Kamera, die ja jetzt mit integriert ist. Dann hat sich hier auch noch die Kette verändert, ja. Die ist stabiler geworden, dass sie nicht so abbrechen kann. Und was ich auch feststellen kann, die sitzt ein bisschen höher. Und hier sehen wir auch nochmal, genau, ja, ihr seht das, vorher war sie viel enger zusammen. Hier das Display und den USB-Anschluss. Und ich muss sagen, ja, wir haben hier ein gutes Gehäuse, massiv. Und wirklich edel und schick. Hier sehen wir auch noch die vorinstallierten Dämpfungspads, die weniger Vibrationen von dem 3D-Drucker rüberbringen. Dann schauen wir uns nochmal den K1C von hinten an. Hier haben wir das Netzteil mit An- und Ausschalter, den Lüfter, wo dann auch der Kohlefilter draufgesetzt wird. Und ja, hier sehen wir den Filamentsensor und hier wird dann der Rollenhalter befestigt. Ja, und das machen wir auch gleich, ja, damit das nicht fehlt. Und natürlich kann man jetzt den auch auf die Seite machen. Da kann man sich praktisch extra was ausdrucken und mit drei Schrauben dann fixieren. Hier mache ich jetzt mal den mitgelieferten Kohlenfilter drauf. Habe ich ja schon am Anfang erwähnt, was ich davon halte. Und
Ja, das muss ich bewähren. Vielleicht mache ich da nochmal ein Video drüber. Wird man mehr ABS drucken. Hier sieht man, wie gesagt, für mich ein bisschen zu wenig. Aber natürlich kann das sein, dass die sagen, okay, durch die Lüftung wirbelt das rum und somit filtert das aus. Keine Ahnung, vielleicht wisst ihr es, würde mich gerne mal interessieren. Ja, da wird einfach drauf gesteckt und schon war's das. Hier nochmal ein Rundumblick, wie ich finde, wirklich ein schöner Drucker, sieht gut aus und ich bin mal gespannt, ob er das auch bringt, was sie so ankündigen und versprechen. So, dann schalten wir mal ein. Und ja, so, dann wollen wir doch mal hier das ein bisschen schärfer machen. Natürlich gehen wir hier auf Deutsch. Die drei Schrauben haben wir auch entfernt. Auch immer schön, dass man hier nochmal einen Warnhinweis kriegt. Jawohl. Und das haben wir auch getan. Natürlich werden wir das auch bestätigen. So. Und jetzt werden wir wieder mal als erstes ihn ins Netzwerk einbinden. Und dazu gehen wir hier auf Weiter und geben das Passwort ein. So, und wenn wir das gemacht haben, sagen wir ihn Enter. Und schon schauen wir, ob wir alles richtig gemacht haben. Jawohl, ich bekomme auch die IP-Adresse. Sage ihm Weiter. Hierzu habe ich euch schon mal im letzten einen Bericht gemacht, ja. Hier könnt ihr auch die Alexa fragen. Also für Deutschland gilt in der Winterzeit plus 1 und in der Sommerzeit plus 2. Das suchen wir uns jetzt mal hier raus. Und dann machen wir hier die Selbstprüfung. Und jetzt dürfen wir den nicht mehr berühren, ja? Jetzt läuft er halt hier durch, Erwärmung der Düse, Heizbetterwärmung, dann Ventilator zur Wärmeunterbrechung, Mainboardlüfter, Eingang, Formgebung und die Autonivellierung, aber das kennen wir alles schon. So, die Selbstführung ist abgeschlossen. Dann sagen wir okay. Neue Version gefunden. Ja, wir haben jetzt hier die 1.3.2.3.1 drauf. Und natürlich werden wir uns die jetzt die neue herunterladen. Ja, jetzt ist sie runtergeladen. Jetzt wird installiert. Und wenn es soweit ist, fangen wir auch schon mal an mit dem ersten Ausdruck. Wahrscheinlich wird es wieder ein Bändchen sein. Aber hier sehen wir schon mal eine schöne Information. Ja? Hier geht es um die Slicer, Quality Print, Cruiser, Orca. Also denke ich mal, haben die da nachgearbeitet, dass man hier besser auch mit dem Slicer arbeiten kann. Jawohl, jetzt macht er einen Restart. Ja, jetzt hat er kurz abgeschaltet und lädt jetzt neu. Und wir wissen ja, dass es hier Clipper basiert. Und das dauert ein bisschen. Natürlich müssen wir jetzt neu kalibrieren. Und ich sage halt immer, warum macht man den Schritt nicht eins davor, dass der Drucker gleich erkennt, es gibt eine neue Soft- oder Hardware. Jetzt kann es auch wieder sein, dass wir das Netzwerk neu einstellen müssen. Werden wir sehen. Aber wie gesagt, jetzt müssen wir natürlich immer bei neuen Firmware auch wieder neu kalibrieren. Also den ganzen V1
Vorgang nochmal machen. So, wir klicken jetzt hier einfach mal beides an und ihr seht schon, das braucht 11 Minuten und dann sagen wir Erkennung starten und jetzt läuft ihr das alles nochmal durch. So, hier haben wir schon, was lokal auf dem K1C ist, ja, die Dateien. USB-Laufwerk haben wir noch nicht drin und dann haben wir den Verlauf. Wir werden jetzt natürlich erstmal hier den Benchy drucken und hier dann auch dann mit Hyper-PLA, also ich werde jetzt auch das Hyper-PLA benutzen, aber wie man das jetzt lädt, glaube ich, brauche ich nicht mal zu zeigen, das kennt man schon vom K1. Wie gesagt, hier sieht man es schön, es hat sich nichts geändert. Hier kann man extrudieren und hier rückziehen. Alles wunderbar erklärt und auch hier die Schritte. Ja, und wie man Filament einlegt, ich glaube, das muss ich nicht mal zeigen. Ja, jetzt hat er die Temperatur erreicht und jetzt sollte er das Filament ziehen. Ja, wie immer soll er in 16 Minuten fertig sein und jetzt sagen wir ihm einfach mal drucken. So, fertig ist er. Ja, lassen wir nochmal ein bisschen abkühlen. Ja, dann nehmen wir dann den Ränder vom Bett. Und ja, also, das sieht gut aus. Da kann man nicht meckern. Ich will jetzt hier noch kein Sprengen. Also, wirklich gut geworden. Ja, jetzt wollen wir doch nochmal Silk drucken. Dafür nehme ich das G-Tech und hier drei Farben Filament. Also ich bin mal gespannt, was da rauskommt. Cool. Hier sehen wir nochmal das Filament ausgepackt. Seht ihr schon? Cooler Effekt. Thank you.
Hier habe ich mal die Halter für den Deckel mit dem Nupofil PETG CF gedruckt und ich muss sagen, also ich bin total begeistert von diesem Filament und natürlich brauchte ich davon vier. Hier sehen wir meinen Test mit dem TBU. Und da haben wir auch hier schon ein neues Update. Dann wollen wir doch mal die Firmware aktualisieren. Ja, liebe 3D-Druckfreunde, jetzt nehme ich mal hier das Nupofil, ja, und zwar das PETG CF Carbon. Und jetzt wollen wir doch mal wirklich schauen, ob er das hinkriegt. So, hier zeige ich euch mal die Teile, die ich gedruckt habe mit dem K110. Und hier haben wir das Silk, ja, das ist die Bodenplatte. Dann haben wir hier mit Carbon PETG. Und dann haben wir hier mit ASA gedruckt, ja, also auch hier. Schaut euch das an. Ja. Und hier, was ich ja wirklich sagen muss, was wirklich cool ist, hier das PETG Carbon von Nupofil, also wirklich, wirklich ganz toll, ganz nice. Ne? Und dafür ist der Drucker wirklich gut. Auch hier haben wir noch einmal mit Carbon PETG. Hier habe ich jetzt normal das gedruckt mit Creality Weiß.
Und hier auch nochmal mit Carbon. Ja, dann wollen wir uns doch mal die Lampe zusammensetzen. Hier benutze ich immer mal so LSD-Strip. Und dass wir das ja richtig machen. Oh, das ist ja ziemlich lang. Dann muss ich mal gucken, ob ich ein kürzeres kriege. Ja, und dann wird das praktisch hier drumherum geklebt. Also fangen wir hier oben an. Und dann Stück für Stück runtergegangen. So, ja, das mache ich jetzt mal fertig. So, nachdem ich die LED-Leiste durchgefimmelt habe, ja, mache ich jetzt auch mal den Fuß hier drauf, damit ich das besser verarbeiten kann. So, und dann kommt hier der Aufsatz drauf. Da müssen wir natürlich auch noch mal durchfädeln. So. Und dann können wir das auch schon bekleben. Ja, und wenn ihr dann zufrieden seid, ja, dann tun wir das hier rein. So. Dann kommt hier das Weiß drauf. Und wie schön das ist hier. Wir sehen auch hier ein schönes Modell. Passt alles, schön gedruckt. Dann hier den Ring noch drüber. Und zum Schluss den Kopf. Und schon ist die Lampe fertig. Man muss nichts kleben, nichts schrauben. Und jetzt schauen wir mal. Jawohl. Ja. Haben wir ein schönes Grün, auch toll. Und das könnt ihr natürlich mit jeder Farbe auch machen. Hier bei dem Hitzetest, ja, werde ich jetzt mal mit 60 die Druckbettplatte aufheizen und das schauen wir uns dann mit der Wärmekamera an. Hier sehen wir mal schön, wie das Heizbett aufheizt und zwar von außen nach innen. Ja, ich hoffe, ihr seht das. Wir haben jetzt hier 60 Grad eingestellt. Ja, und hier muss ich mal sagen, ist es von den Temperaturen, was der Drucker mir anzeigt, und hier die Wärmekamera identisch. So, und ich hoffe, ihr seht das. So, jetzt haben wir die 60 Grad gleich erreicht. Und dann mache ich einfach mal ein Wärmebild. Thank you.